So, hier in diesem Haus waren wir schon mal, aber mal schauen, was mich jetzt erwartet. Ne? Das war auch eine sehr gepflegte Anlage. Ja, der Hausmeister, der gehört ja auch mit zu dieser Anlage. Ne? Also wenn man jetzt hier sieht, ne? Alles gepflegt, Generator ist zu sehen, wenn mal Strom weg ist, da hinten die Poolanlage. Ja, die hatte ich in einer anderen Wohnung auch schon mal gezeigt, die Poolanlage. Ja. Zweifel. Also auch hier Fahrstuhl. Von einer anderen Wohnung weiß ich, Fahrstuhl funktioniert. Und Treppenhaus sauber. Und hier, was im Sommer wichtig ist, im Treppenhaus hier Fenster. Die Lottreppe, falls man brennen sollte, ist vorgeschrieben ja hier in Türkei. Fenster zum Öffnen. Ne? Also, die Wohnung hier, die haben alle Bad. Keine extra Schränke hier drin in der Wohnung. Ne? Also, hier nochmal die Eingangstür. Schuhe haben wir ausgezogen für den Teppich in der Wohnung. Und hier drei Betten. Naja, türkische Familien sind manchmal groß. Und dann Klimaanlage. Aber auch. Adem, ja? Ist das hier Ferienwohnung oder? Ganz hier. Kann man ganz Jahr mieten. Ja. Hm? Also die Wohnung kann man das ganze Jahr mieten. Hier das obligatorische Elternschlafzimmer. Ne? Hier mit dem Stuck. Lampen. Großen Kleiderschrank. Ne? Hier das Bad. Elternbad mit Dusche. Abluft. Ne? So, ein bisschen was fehlt mir noch. Der Platz für die Reinigungsputzmittel. Ja. So, hier der Flur. Die beiden haben sich bequem gemacht auf der Garderobe. Wenn man die Filme hier oben, ne? Dann die sitzen da unten. Ne? So, hier jetzt das Wohnzimmer. Ne, großer Kühlschrank. Da die Waschmaschine. Ne, da die Waschmaschine, das ist der Geschirrspüler. Schränke. Da der Gasherd. Gas ist nun mal am billigsten hier zu kochen und ich muss selber sagen, mit Gas kochen, ne, das schmeckt anders, schmeckt besser als mit Eg kochen. Ne? Hier oben diese Stockarbeiten. Ja. Die Couchen sehen in Ordnung aus. Also jetzt 2 plus 1. So, Fernseher, Klimaanlage. So, und hier ein kleiner Balkon. Und hier sind wir an der Barbarossa. Ne, da hat man mal durchguckt, ist das Meer. Ne, da hinten ist gleich der Strand. Also hier zu sehen, da ist der Schock. Da muss man rübergehen. Supermarkt. Kriegt man eigentlich fast alles außer Alkohol. Ne, Alkohol muss man ein bisschen Stück da gehen. Oder nach da. Ne, Market. Oder dort ist nachher hier so ein reiner Alkoholladen. Ne. Sowas gibt es auch hier. So, ein Stückchen weiter hinter, da ist ja das Steakrestaurant und dahinter kommt noch ein Mikros hier Jet. Da kriegt man auch viel, was man hier kriegt, so an Reinigungsputzzeug und sowas alles. Ne? Textilien. So, wenn wir hier rüber gehen, ne? Da ist noch der BIM, da hinten ist der Antep. Hier unten drinnen, da ist auch gleich noch ein Imbiss, wo man gut preiswert essen gehen kann. Ja, alles da. So, ich habe nochmal jetzt hier Adam gefragt, einen Hausmeister, ne? Also der Besitzer, der Eigentümer, hier möchte, hier muss man davon ausgehen, die sind meist in Deutschland, das ist die Eigentümer sind meist Deutsch-Türken, die in Deutschland arbeiten, ne? Und der möchte hier bei Langzeitmiete 300 Euro haben im Monat und da ist ein Eidat mit drin. Und Strom und Wasser muss man ja selber bezahlen. Ist wohl schon alles angemeldet. Wenn angemeldet ist, dann braucht man ja keine Kaution mehr hinterlegen, obwohl die Kaution ja auch nicht so hoch ist. Ne? Also 300 Euro im Monat hier, und man kann hier alles nutzen, ne? Alles was hier ist. Also wie gesagt, Langzeitmiete. Der Besitzer möchte gerne
Langzeitmieter haben hier. Also, Lift gleich mal kontrolliert. Lift funktioniert.